For me, football means everything. Football gave me everything. Football gave me opportunity to cater for my family back home. And football gives me opportunity of self-fulfillment as a human being. So, you know what my family said to me? Without football, you will die. Du verstehst erstmal die Sprache nicht. Und im Verein, ich war nur ja, eine Farbiger und alle, ja, alle, sie verstehen mich auch nicht. Okay, Fußball ist international als nur eine Sprache. Ja. Schießen, passen, alles, ja, ist international. In Germany, when they give you an appointment for 12, it doesn't mean you have to be there by 12. It means the meeting starts by 12. So you have to be there 5 to 12. Typisch dort ist, wenn du sagst zu einem Deutschen 8 Uhr, zu Treffpunkt, 8 Uhr ist schon da. Ja, bei uns, wenn du sagst zu jemandem 8 Uhr da sein, das bedeutet, wir werden um 10 Uhr kommen. Aber in Deutschland, pünktlich zu sein, für die Deutschen ist A und O. Ne? Aber in Deutschland, ich habe richtig Disziplin gelernt, ja. Richtig gerade. A huge part of me is very, very much African because I think African. I think the motto to my career, that was the European discipline that we needed to polish the talent that we had from, you know, from the streets of Africa and all that. In Nigeria leben knapp 180 Millionen Menschen. Damit ist das westafrikanische Land das mit Abstand bevölkerungsstärkste Afrikas. Und natürlich träumt hier jedes Kind davon, mal Fußballprofi zu werden. Heute genauso wie schon vor über 30 Jahren. When growing up in Nigeria, I think we didn't have, it was not like today where you have computers and everything. So our means of having a good time was football. So you went to school, you came back home, you played football. During the break in school, you played football. And in fact, my parents said that ever since I could walk, I kicked something. Sunday ended up starting in teams that I had played in, you know, because it was easier for you to, you know, your elder brother was a member of that team and he always played even with people who were far older because he could, with his level of talent. Neben seinem großen Bruder hatte Sunday seit seiner Kindheit immer auch schon andere Wegbegleiter. We played in the same street together and since then we've been moving from youth club to another. Then we met in Julius Berger. Mit 15 fing Sunday in der Jugendmannschaft des FC Julius Berger an. Damals, anders als heute, einer der besten Vereine Nigerias. Und schon kurz darauf wurden erstmals europäische Scouts auf Sunday aufmerksam. And I tell you, how he got to Europe was marvelous, was marvelous. The agent came not to look for Sunday, but to watch a game to see somebody else. And Sunday played against Bendel Insurance. And what did he do? Just as we said, he passed up himself. A good shot from the center of the midfield was the only goal that gave Julius Berger that victory. And the white men that sat and said, wow, who is that player? Aus Togo kommt Bashirou Salou. Togo liegt auch in Westafrika, aber hat gerade mal knapp 7 Millionen Einwohner. Bashirou kam 1970 in Togos Hauptstadt Lomé zur Welt. Ganz Kind, ich habe auch so Straßenfußball. Ich war nur kein Verein, nur auf der Straße. Jede so Abend, Nachmittag, ja, wir haben uns da getroffen mit Kumpels und dann wir haben Tore gemacht. Das bedeutet, kein Auto darf nicht mehr fahren und wir haben da Fußball gespielt. Und das war richtig gut und da, du lernst schon alles, Technik und Kämpfen, alles war drin und das hat richtig Spaß gemacht. Bis zu seinem 15. Lebensjahr kickte Bashirou ausschließlich auf den Straßen Lomés. Vereinsfußball kannte er nicht.
viele meiner Kumpel sagen zu mir, ey, ich muss schon in den Verein gehen. Aber mein Vater, er möchte das nicht. Ja, er möchte schon, wir müssen richtig in die Schule gehen. Für ihn erstmal Schule ist Priorität. Ja? Und wo ich habe angefangen, schon in den Verein zu gehen, ja, ich habe es nicht gewusst. Ne? Ich habe ihm nicht gesagt. Und dann, wenn ich gehe zum Training, und wenn ich komme nach Hause und es da und so, wo warst du? Sag, nein, ich war nur mit meinem Kumpel draußen. Ja, das war immer so. Hier hat er heimlich trainiert. Sein erster Verein war Agasa Omnisport. Sein Jugendfreund und Vereinskollege erinnert sich noch sehr gut an Bashirus Anfänge im Verein. C'est quelqu'un dès son bas âge, on sait qu'il doit devenir quelque chose, parce que sur sa manière de faire, au cours de ses championnats, au cours des entraînements, en dehors du stade, son comportement. Donc, tu sens en lui en même temps que celui-ci, il doit faire quelque chose. Gerade mal 2 Jahre nach seinem ersten Vereinstraining wurde Bashirou Salou zu einem Probetraining nach Kamerun eingeladen. Ich war in Kamerun mit ihm, mit meinem Kumpel, und dann wir haben da also Probetraining gemacht. Meine Mannschaft spielt erste Liga, wir haben gegen die zweite Liga gespielt. Und erst 10 Minuten, ich habe 3 Tore geschossen. Und dann der Präsident hat sofort gesagt, ja, ich bleibe. Ja, boah, ich war total happy. Und ich bin da geblieben und dann ich habe ein halbes Jahr da gespielt. Denn nach nur einem halben Jahr ging schon nach Deutschland. In Kamerun wurde er von Anton Ondrus, mit der Tschechoslowakei 1976 Europameister, zufällig entdeckt. Und der vermittelte den damals 19-jährigen Bashirou nach Mönchengladbach. Wow, Borussia Mönchengladbach, ich habe den Namen immer gehört, wo war schon in Togo. Das war eine große Welle. Jeden Sonntag, wir gucken Bundesliga in Togo und ich kenne schon ein paar Spieler von Bundesliga. Ja. Aber ich habe gesagt, Borussia Mönchengladbach, boah. Ich habe nur gesagt, boah, so ein großer Verein, ja. Ich wollte also kommen. Ich war so glücklich. Mit 19 ging er nach Deutschland. Der Ex-Gladbacher Thomas Kastenmeier erinnert sich noch ganz genau an Bashirus erste Schritte. In Gladbach sind die legendär. Also er war ja mal beim Probetraining da und dann war der erste Tag war super, der zweite Tag war super, der dritte Tag war schlecht, der vierte war Katastrophe und beim fünften Tag ist er überhaupt kein Meter mehr gelaufen. Und keiner wusste eigentlich Bescheid, wieso das so ist. Ja, bis dann hinterher später mal rausgekommen ist, dass er der Einzige war, der Französisch gesprochen hat. Und im Gladbach keiner. Und dann hat ihm der Zeugwart 3 Nummern und kleine Schuhe gegeben und hat gesagt, er soll die anziehen, so ein Ur-Düsseldorfer. Ja, und dann haben ihm die Zehen so weh, dass er natürlich am fünften Tag nicht mehr laufen konnte. Sunday Olysees Aufstieg, sein Wechsel nach Europa, verwirklichte sich kurz nach seiner ersten Entdeckung. There were some Belgian scouts who came to Nigeria then, and somebody told them, hey, there is a kid in Juliusberger, go have a look. And they came to see me training, but while they were training, I was in school taking exams. And it was so funny, they believed so much what they told them, that without seeing me play, they arranged for me to come to Belgium for a trial. After just the first training session, the trainer, he went to his office and called the manager and said, we're keeping him. It was like, you know, as at the time, that was when the professional vogue of becoming a professional soccer player was hitting Africa. And it was the dream of every soccer player then to come to Europe and be a professional soccer player. Sunday konnte den Traum von Europa mit nicht mal 16 verwirklichen. Und das war auch sein Türöffner für die nigerianische Nationalmannschaft. Und die war Anfang der 1990er eine der besten Mannschaften Afrikas. It's like probably one of the most difficult national teams to break into because of the population of the country. And football is the number one sport in Africa, in Nigeria. And it's almost like a religion. So when I got the call up, it was just a trial to see how I was. And it got so good that the first game I played, we won 6-0. And you know, and I was so blessed. I was probably one of the best players on the pitch on that day.
And that's how my national team journey kicked off. ...1994 wechselte Sunday Olise von Belgien nach Italien, zum AC Reggiana. Mit gerade mal 19 Jahren bereits ein zweiter Verein in Europa. Und der dritte folgte ein Jahr später, 1995. Da verpflichtete ihn der erste FC Köln. Und es war noch lange nicht seine letzte Station. An sein allererstes Bundesligaspiel erinnert er sich noch ganz genau. Oh, the first match I played here was against Schalke. And we lost 3-0. But the way the fans were, the feeling and everything, you know, it was impressive, it was impressive. Seine erste Saison beim 1. FC Köln war aber nicht einfach. Insgesamt wechselte dreimal der Trainer. Köln entging im Sommer 1996 nur knapp dem Abstieg. Zur gleichen Zeit bereiteten sich die Stars der nigerianischen Nationalmannschaft auf die Olympischen Spiele in Atlanta vor. Und nur zwei Jahre nach seiner ersten Berufung war Sunday schon ein ganz wichtiger Spieler der Super Eagles. Und die wollten ihn bei den Olympischen Spielen unbedingt dabei haben. Without Sunday in the national team, when he was active, the national team is not yet complete. We had players of the same generation who were exploding at the same time. And with all due respect to the Olympics of today, as at the time, the Olympics was almost like a World Cup. Winning all the games and even winning the final in style was something that shook the whole world. As at the time when we won it in 1996, it changed everything back home. And politically, as at the time, we were having some crisis at the time. But the moment we won it, the country forgot the crisis for the next 2 years. And, just rejoiced about football. Der Olympiasieger übertrug sein Selbstbewusstsein scheinbar auf die gesamte Kölner Mannschaft. Mit gerade mal 22 war er in Köln bereits einer der Führungsspieler und einer, der außergewöhnliche Tore machte. I think the best, the most beautiful goal I scored for Cologne was against Karlsruhe. And it was from here. Because this was, they used to call this the Sunday Olise stand then. And I remember for here because it was a free kick. And I tried to play it to the left. You know, the defender's wound. I wanted to give to the right. And I just went back. It was almost 35 meters away. I don't know what came into me. And I just struck at goal. And it just went into the... Zwei Jahre trug Sunday das Kölner Trikot. Für ihn waren es zwei ganz besondere Jahre, was vor allem auch am Kölner Publikum lag. And in Cologne, the fans did not treat me as if Sunday was like, they used to sing then Sunday, 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 Olise. No other player had it, and I'm the black one. Auf dem Platz machte er andere Erfahrungen. Mitte der 90er waren Spieler mit afrikanischen Wurzeln in der Bundesliga eher selten. Rassistische Beleidigungen waren fast schon Normalität. Sunday lernte nach und nach damit umzugehen. Now we can laugh about it, but at the time it was painful. And you know, sometimes you in a corner kick you're holding off to in your hand, you're holding somebody and it takes you, you know, it says you take your nigger hand away from me, you know, things like that, you know. You know, I think it got to a time the more it was happening, I just learned, look, all I have to do to hurt him is win. Let him lose. 1997 wechselte er für zwei Jahre zu Ajax Amsterdam in die Niederlande. Dann ging es nach Italien zu Juventus Turin. 2000 kam er zurück in die Bundesliga. Borussia Dortmund verpflichtete den damals 26-Jährigen. In der Saison 2001-2002 wurde Sunday mit Borussia Dortmund deutscher Meister. Winning with Dortmund was, it was unbelievable. Aus finanziellen Gründen wurde er dann an den VfL Bochum ausgeliehen, machte aber immerhin gegen den Verein, bei dem er noch unter Vertrag stand, ein Tor.
Seine erfolgreiche Zeit als Spielführer beim VfL Bochum fand ein jähes Ende, als er im Februar 2004 seinem Teamkollegen Wahid Hashemian in der Kabine das Nasenbein brach. I lost my temper because you can get all kind of remarks about your color or whatever you are. You can get it from your opponents. But getting it from your teammate or somebody you're working with is not something that is like being called a nigger by your wife, you know? That is not funny. Daraufhin musste Sunday Bochum verlassen und kehrte nach Dortmund zurück. In der Bundesliga kam er aber nicht mehr zum Einsatz. Seine Karriere beendete er im Januar 2006. Im Februar 1991 machte Bashiru Salou für Gladbach sein erstes Bundesligaspiel. Sein erstes Tor erzielte der Stürmer aus Togo gegen 1860 München nur zwei Spiele später. I want to run, to go everywhere and to shoot in the goal. Bashi war ein außergewöhnlicher Stürmer, der unheimlich schnell war, der auch von seinem Körper lebte, der ein gutes Abschlussfall, also er war ein richtig komplett guter Spieler. Er kam bei allen gut an, er kam bei der Mannschaft gut an, er kam beim Publikum gut an und wenn man ihn einwechselte oder er spielte von mir an, die Zuschauer riefen auch immer seinen Namen, also er hat dann ein hohes Standing hier gehabt. Aber wie gesagt, es war halt schwer bei so vielen guten Stürmern. Vieles war anfangs schwer, nicht nur auf dem Platz. Bashiru kannte weder Land, Leute noch Sprache. Und auch die ganz andere Kultur war ihm natürlich fremd. Anfang an war, ich würde sagen, war schwer. Ja, für jeden Afrikaner Anfang an war schwer. 5 Jahre blieb er Gladbach treu. Richtig durchsetzen konnte er sich aber nie. 1995 wechselte er zum MSV Duisburg. Von der ersten ging es in die zweite Liga. Ich gehe schon in Duisburg, weil da ich wette, da spiel. Ich wette also meine Stammplatz haben. Ich wette wieder von null wieder anfangen. Und von null ging es dann nur noch bergauf. In Duisburg wurde der Togolese zum Top-Torjäger. Dank Bashiru schaffte der MSV im ersten Jahr gleich den Aufstieg. Zurück in der ersten Liga bewies er, dass er sich auch da durchsetzen konnte. Die körperlichen Voraussetzungen hatte er sowieso. Mit 1,90 Meter war er damals einer der größten Stürmer der gesamten Bundesliga. Bashi ist eine Maschine. Ja, Bashi ist ein Typ, der hat Laufen gehasst. Ja, Ausdauerbereich war gar nichts für ihn. Er war nur am Meckern und am Rumnörgeln. Aber er war auf dem Platz eine Maschine. Ja, er hat einen Körper gehabt, er hatte, war kein Gramm Fett, er hat nur Muskeln gehabt. Wenn er einmal angetreten ist und es konnte ihn eigentlich gar kein Gegenspieler verhöhnen. In Duisburg wurde er schnell zum Publikumsliebling, weil er auf dem Platz und auch daneben besonders war. Und da gibt es so eine Saga, dass er mal mit Freunden, die aus Togo hier zu Besuch waren, dass er im Wohnzimmer ein Lagerfeuer gemacht hat. Er hat damals in Förde in Hiesfeld gewohnt, in einem Reihenhaus, und er soll angeblich ein offenes Feuer im Wohnzimmer gemacht haben, eine kleine Grillstation. Und man konnte ihn auch nicht sauer sein, weil er hat dann seine große Kullerarme ausgepackt und er hat dann geguckt, da wie so ein Monchichi, und dann konntest du ihn nie böse sein. Ja, das war schon mein Höhepunkt in meiner Karriere. Und weil ich habe in Duisburg alles gegeben und dann ja, Dortmund kam, ja, ich habe gesagt, ich muss da wechseln. Ja, da ich wollte auch so Geld verdienen und meine Karriere, ich wollte auch schon oben spielen, ja. Und dann ich war da Anfang an, es ist so gut gelaufen. In seinen ersten beiden Spielen hat er jeweils gleich getroffen. Aber der gute Start hielt nicht lange. Bashiru saß immer häufiger auf der Bank und wechselte nach nur einer Saison zur Eintracht Frankfurt. 2 Jahre später zur Hansa Rostock. Seine letzte Station war Alemannia Aachen in der zweiten Liga. Im Mai 2004 schoss er sein letztes Tor im deutschen Profifußball. Jeder Verein, wo ich war, ich habe schon meinen Spaß gehabt und ich will sagen, ich habe meine Leistung also schon gebracht und dann ich habe auch schon meine Geld verdient. War für mich schon ein Traum, weil ich habe so nicht erwartet. C'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour moi.
que Bashir nous a quitté sur ce terrain est arrivé et il est parmi les meilleurs buteurs d'Allemagne. Ça nous veut, ça honore le pays, ça, principalement ça nous honore, même ça honore le pays aussi. Seit Jahren arbeitet Bashirou Salou in der Fußballschule seines Ex-Kollegen aus Gladbacher Zeiten. Tatsache, dass ich ihn jetzt seit 10 Jahren, glaube ich, in meiner Schule dabei habe als Trainer. Er ist fast bei jedem Camp dabei. Ja, ich glaube, das sagt schon alles. Wir verstehen uns wunderbar. Die beiden Völker haben sich verbündet. Und das passt schon. Einwandfrei. Guter Mensch. Und auch in Togo hat er schon mal als Trainer gearbeitet. Und das würde er, 26 Jahre nach seinem Weggang, auch gerne noch mal machen. Ich habe also mit Verein 2006 hier gearbeitet, mit Togo-Verband gearbeitet. Und das war gut und wir haben richtig Spaß gehabt. Und ja, ich möchte auch schon da weiter, aber die Verband momentan ist nur chaotisch. Und wir haben wieder neuer Präsident. Ich komme. Der Präsident vom Verband, er will schon alles wieder regeln und dann werde ich wieder mit dem Verband wieder in Verbindung setzen und da was zu machen. Bis das aber soweit ist, bleibt er in Deutschland. Hier hat er auf jeden Fall seine zweite Heimat gefunden. In seiner ersten ist er eine Legende. Ich würde sagen, ich bin auch so in Togo, ich bin auch so wie Beckenbauer in Deutschland. Ja? Jeder kennt mich überall in Togo. Selber am Flughafen, wenn ich sofort lande, boah, sie schreien schon, ah, Bashi, Bashi ist hier, Bashi da. Und jeder kennt mich in Togo. Ja. Und ja, ich will sagen, das macht mich auch so Spaß. Auch Sunday Olise hat schon in seiner Heimat als Trainer gearbeitet. 2015 bat ihn der nigerianische Fußballverband um Unterstützung. Als Nationaltrainer sollte er helfen, die nigerianische Nationalmannschaft wieder an die Erfolge von früher heranzuführen. Im Juli 2015 übernahm er das Amt. So I gave my terms and we made a contract and it is. And it was very promising because my philosophy was to get young players, talented players that we could mold and build into a modern playing style. And in 14 games for the national team, we lost only twice. But then everything started going wrong. There were financial problems. I was being owed several months wages. Sunday kündigte nach nur einem Dreivierteljahr. Die chaotischen Verhältnisse in seinem Geburtsland waren ihm 30 Jahre nach seinem Wechsel nach Europa zu fremd. Sehr zum Bedauern seines großen Bruders. Der arbeitet seit Jahren im nigerianischen Fußball, ist Manager des Erstligisten FC Ebedei. Er ist Teil des Systems und weiß, was der Fußball in Nigeria bräuchte, um wieder bessere Zeiten zu erleben. With Sunday, he being my brother, I'm torn between two worlds. First, I know that Nigeria needs him absolutely. When you look from the other angle, that for his sanity, his comfort, you know, you might say to him that maybe you look and remain elsewhere. But jokes apart, I think we, in Africa, Nigeria, we need Africans of such level of expertise. Das Land mit der siebtgrößten Bevölkerung weltweit hat sich für die letzten beiden Afrikameisterschaften nicht mal qualifiziert. Es gibt also eine Menge zu tun im nigerianischen Fußball. Sunday Olise steht in absehbarer Zeit sicher nicht noch mal zur Verfügung. Er arbeitet aktuell an seiner zweiten Karriere. It's not a question of being a dream of the future. It's like something I'm working towards at the moment. And I would love to coach in Europe. But I must be honest with you, in the truth of the matter is this. In the history of the world, we've rarely had an African coach in Europe, you know. In as much as I feel that, you know, I'm in the system for years, so it's going to take time for us to convince and say, look, we are capable of doing it also. And I also learned one particular thing is that no matter how good the opponent is, as long as you keep working, you will break him.